الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Sehr geehrte Geschwister im Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Im Rahmen unserer Ramadan-Gespräche heute werden wir uns mit einem sehr aktuelles und so viel auch kontrovers diskutiertes Thema beschäftigen, nämlich die Stellung der Frau im Islam. Unser heutiger Gast ist der bekannte und prominente Imam von Penzberg, Deutschland, Dr. Benjamin Idris. Er war unser Gastredner vor 2 Jahren in unserer Moschee beim gemeinsamen Iftar-Essen, wobei er damals über das Thema europäische Muslime zwischen Integration und Ausgrenzung gesprochen hatte, welchen Artikel ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auf unserer alhikma.net-Webseite auf Deutsch nachlesen könnt. Eben heute zwei Imame, zwei Männer, sprechen über das Thema die Stellung der Frau im Islam. Interessant, oder nicht? Aber unser heutiger Gast ist Autor eines Buches auf Deutsch, nämlich der Koran und die Frauen, welches in unserer Moschee ebenfalls verfügbar ist. Also wir haben eine richtige Person dafür gefunden, über das Thema sachlich zu reden. Liebe Bruder Benjamin, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, zumindest hier in der digitalen Welt zusammen zu sein. Und nochmal vielen Dank für die Einladung und Ramadan Mubarak. Ja, wir bedanken uns auch bei dir, dass du neben vielen deiner Beschäftigungen in deiner Moschee und darüber hinaus Zeit gefunden hast, heute mit uns zusammen zu sein. Also beim Vorwort deines Buches stellst du wie folgt fest, auf Seite 7. Soweit mir bekannt ist, hat sich in der Geschichte der Muslime noch nie jemand eingehend mit der Stellung des Mannes im Islam beschäftigt. Meine Frage ist, wieso das so ist? Und was bringt Neues dein Buch, der Koran und die Frauen? Wenn du uns darüber erläuterst, wären wir dankbar. Vielen Dank. Das Wort bei dir. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, wa salatu wa salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Es ist eine Realität, dass mit dem Titel Mann oder leider nicht finden in meiner Recherche. Wahrscheinlich, weil die Botschaft wurde an die ganze Menschheit natürlich gewendet. Also Allah spricht sich nicht mit einem bestimmten Teil der Gesellschaft, sondern mit allen Menschen, so das umfasst sowohl Frauen und Männer. Und durch die Offenbarungen haben sich natürlich die Männer so mehr angesprochen gefühlt, sodass gab es kein Bedarf, explizit den Mann im Islam oder irgendeine Religion zu betrachten, sondern die Männer sind automatisch sozusagen angesprochen. Und daher sind in der Geschichte der Menschheit, vor allem im letzten Jahrhundert, sehr viele Bücher entstanden mit dem Titel Die Frau im Islam oder Die Frau im Koran oder Muslimische Frau. Ganz unterschiedliche Autoren, ganz unterschiedliche Auffassungen, unterschiedliche Titel in mehreren Sprachen weltweit. Warum ist die Frau ein besonderes Thema in der muslimischen Theologie? Meiner Wahrnehmung nach, weil Gott das Thema die Frauen explizit sozusagen erwähnt. Deswegen ist im Koran eine Sure, die Sure 4, nach der Reihenfolge des Koran. Die Sure 4 trägt den Namen Sure An-Nisa, die Frauen. Und im Koran gibt es keine Sure Männer. Das heißt nicht, dass Frauen sozusagen einen so Bedarf haben, explizit zu erwähnen,
Aber es ist eine Realität, dass der Koran in einer sehr patriarchalischen Gesellschaft offenbart wurde, dass die Männer sich mehr angesprochen gefühlt haben, in einer Zeit, in einem Ort auch, wo eine gewisse Art von Diskriminierung der Frauen gab. Vor allem, dass die Männer in der arabischen Gesellschaft im 7. Jahrhundert die Frauen unterdrückt haben. Es gab auch Fälle, wenn wir die historischen Quellen untersuchen, wo tatsächlich im Bereich der Eheschließungen und Ehescheidungen, im Bereich der Erbrecht zum Beispiel, die Frauen benachteiligt wurden. Und ausgerechnet in dieser Zeit, im 7. Jahrhundert, zuerst in Mekka, danach in Medina, als der Koran offenbart wurde, gab auch eine interessante Beobachtung von einigen muslimischen Frauen, warum durch die Offenbarung des Koran die Männer angesprochen werden. Es ist eine authentische Überlieferung von Umm Salama, das ist die Ehefrau, eine von Ehefrauen des Propheten Mohammed, Friede sei auf ihn, die eine sehr kritische Frage gestellt hat. Also das heißt, dass die Frauen damals sich auch mutig gefühlt haben, auch diese kritische Frage zu stellen. Natürlich mit einer reinen Absicht, um einfach zu verstehen, warum durch die Offenbarung der Verse mehr Männer angesprochen werden und nicht die Frauen. Auf diese Frage von Umm Salama kam ein Vers, laut meiner Beobachtung ist der erste Vers, in welchem Gott die Gleichberechtigung der Geschlechter thematisiert und das Thema der Frauen allgemein öffnet. Dieser Vers beginnt in Al-Muslimine wal-Muslimat, wal-Mu'minine wal-Mu'minat, wal-Qanitine wal-Qanitat. Das ist ein relativ ein langer Vers. Allah spricht über die gläubigen Männer, die gläubigen Frauen, die ergebenen der Männer und die gottergebenen der Frauen, die fastenden Männer, die fastenden Frauen, diejenigen Männer, die beten, die Frauen, die beten und so weiter. Das heißt, dass in diesem Vers sehen wir eine Parallele zwischen Männern und Frauen, dass sowohl die Männer als auch die Frauen die gleiche Art und Weise angesprochen werden. So ist dann der Prozess der neue Entwicklung in der Gesellschaft im Bereich der Frauenrechte. Somit dieses Kapitel ist geöffnet, dass die Frauen sich angesprochen gefühlt haben, dass die Frauenthemen wie die Ehescheidungen und die Eheschließungen oder auch Erbrecht, die Gleichberechtigung der Geschlechter, die Gewalt gegen Frauen, all diese Themen wurden in der damaligen Gesellschaft offen gesprochen. Das heißt, der Koran kam in eine Zeit, wo diese Themen wahrscheinlich in der Öffentlichkeit nicht thematisiert wurden und der Koran enttabuisiert solche Fragen. Das ist jetzt, was jetzt deine zweite Frage, was dieses Buch sozusagen neu gebracht hat in der deutschen, sage ich jetzt, Publikationsraum. Das Buch Der Koran und die Frauen, also mein Buch, trägt den Titel Der Koran und die Frauen. Ich will damit betonen, warum explizit nicht die Frauen im Islam oder muslimische Frau, sondern Der Koran und die Frauen. Ich will diese Verbindung schaffen, dass der Koran sehr nah an die Frauenthemen war und die Frauen sich mit dem Koran angesprochen gefühlt haben, sich mit diesem Koran, mit dieser Offenbarung identifiziert haben. Und ich versuche im Koran Verse, sowohl in der Sure An-Nisa, aber das Thema Frauen wird auch in anderen Suren thematisiert, wie in Sura Baqara, in Sura Mujadila, Sura Ahzab, in Sura Mumtahina und so weiter, in verschiedenen Suren. Ich will damit sagen, dass es wichtig für heutigen Muslim zu wissen, was Gott zu diesen Themen sagt. Und ich recherchiere all diese Versen
und versuche im Kontext der Offenbarung zu verstehen, wie war damalige Gesellschaft. Ich versuche auch einfach diese Gesellschaft zu verstehen. Die Sitten, die Traditionen, die Rhetorik der Männer und Frauen und versuche auch in der heutigen Zeit, im 21. Jahrhundert in Deutschland, diese Verse, diese Frage zu stellen, wie soll ich als Muslim, als jemand, der sich mit dem Koran beschäftigt, wie soll ich diesen Verse heute verstehen? Und dann sind natürlich alle Themen, sei es die Polygamie, die Ehe mit Minderjährigen, die Ehescheidungen, die Wartezeit nach der Scheidung und Trauzeit, das Thema Erbrecht, das Zeugnis eines Mannes, ob doppelt wiegt, wie das eine Frau, ob die Frau genauso erschaffen ist wie der Mann oder doch von der Rippe des Mannes erschaffen ist, ob die Männer über die Frauen stehen, wie wir den Vers in der Sura Nisa verstehen, das Wort Qawwam, was einige als dass die Männer über die Frauen stehen, interpretieren, ob tatsächlich das Wort Qawwam das bedeutet, dass die Männer über die Frauen stehen, das Wort mit Wadribuhunne schlagt sie, ob tatsächlich hier mit körperlicher Gewalt gemeint ist oder nicht. All diesen heiklen Themen, würde ich sagen, sind ein Thema in meinem Buch, wo ich versuche, jeden Vers so zu deuten, wie wir heutzutage auch verstehen sollen. Danke. Da kannst du uns sehr wahrscheinlich Beispiele, vor allem wenn die wichtigsten Punkte angeht. Ja, wie enttabuisiert der Koran? Genau. Genau, das ist jetzt wichtig zu betonen, dass alle muslimischen Autoren, die über die Frauen geschrieben haben, vor allem natürlich diejenigen, die muslimische Theologen sind, es ist eine bittere Tatsache, dass wir im deutschen Raum auch sehr viele Bücher über muslimische Frauen haben, die leider sehr negativ formuliert sind, die Frau auch in einem negativen Blick vorstellt. Und das ist wichtig zu betonen, dass diejenigen, die über die Frauen schreiben, sollen sich auch mit dem Koran vertraulich sein. Ein Wissenschaft über den Koran haben müssen, damit sich mit dieser Frau auseinandersetzen. Damit ist zwar zum Ausdruck gekommen, dass sich also in Sachen Frau im Islam etwas auch ändern sollte, aber noch nicht, was sich aus westlicher, europäischer Sicht ändern müsste und was sich aus islamischer Sicht ändern könnte, wenn man mit dem Koran vertraulich umgeht. Denn schließlich geht es Gläubigen, Muslimen, sondern vielmehr um eine Renaissance, um ein klares, richtiges, vernünftiges Verständnis. Und zwar ohne Imitation des Westens und ohne bloße Imitation auch der Vergangenheit. Daher ist wichtig zu betonen, dass der Koran in eine Zeit gekommen ist, wo die Frauen in der sogenannten Jahiliya-Zeit viele ihre Rechte nicht bekommen haben oder nicht hatten. Und der Koran kommt in diese Zeit und versucht, diese Themen zu enttabuisieren, wie zum Beispiel die heimliche und eher außereheliche Beziehungen, die auch damals stattgefunden hat. Der Koran betont auf die Wichtigkeit der Ehe und lehnt jegliche Art von heimlicher und außerehelicher Beziehungen ab. Das Thema auch mit der Polygamie zum Beispiel, dass die Männer damals nicht nur mit 10, 15, es gibt auch Überlieferungen, dass Männer mit über 30, 40 Frauen verheiratet waren und diese
Polygam-Ehe hat auch soziale Probleme von solchen Ehen. Wurden auch sehr oft auch die Kinder Opfer. Und es gab auch ein Problem bei der Verteilung des Erbschaft zum Beispiel. Und der Koran kommt in diese Situation, wo Polygamie ein sehr verbreitetes Phänomen war, und versucht die Polygamie, also das Problem, zu lösen und reduziert die Polygamie auf vier Frauen. Das heißt, ein Mann darf mit höchstens vier Frauen heiraten. Allerdings, es ist zu beobachten, dass der Koran sagt, ihr müsst dann gegenüber all diesen Frauen gerecht sein, aber ihr könnt das nicht, ihr schafft das nicht. Das ist sozusagen auch unmöglich, gerecht zu sein. Daher mit einer Frau, Fawahide, also das Wort Fawahide, zeigt die Intention, das Ziel des Koran. Der Koran will von einer Polygamie-Ehe hin zu einer Monogame-Ehe. Auch Ehescheidungen, das ist heutzutage auch in manchen arabischen Gesellschaften weiterhin, auch innerhalb der europäischen Muslime, ist zu bemerken, dass ein Mann zu seiner Frau leicht sagt, du bist geschieden. Das ist ein völlig eine Art und Weise, wie man die Frauen behandelt, dass man, wenn er sich sozusagen wütend ist und sagt zu seiner Frau, du bist geschieden. So sind auch die Ehescheidungen damals stattgefunden, dass der Mann mit ein paar Sätzen seine Frauen, sich von seiner Frau scheiden lässt. Dieses Phänomen ist im Koran ein sehr wichtiges Thema. Und der Koran sagt, ihr dürft nicht so eure Frauen handeln. Ihr könnt nicht so eure Frauen in jeder Situation einfach mit ein paar Wörtern scheiden lassen. Sondern Koran kommt und regelt das Thema die Ehescheidung. Und gibt auch ein Recht für die Frauen, dass die Frauen auch das Anrecht haben, von ihren Männern zu scheiden. Die Eheschließung ist auch ein Thema. Sowohl bei der Eheschließung als auch bei der Ehescheidung verlangt der Koran, vor allem bei der Ehescheidung, verlangt der Koran auch zwei Zeugen. Das heißt, dass nicht das Recht von Männern weggenommen ist, einfach das Wort, du bist geschieden, zu sagen. Das ist mit einer Voraussetzung möglich im Koran. Erst dann, wenn der Mann zwei gerechte Zeugen mitbringen kann. Das heißt, dass der Koran versucht, die Ehescheidung zu erschweren. Also in dieser Situation ist dann der Koran offenbart. Dann sind im Koran 5 oder 6 Verse, wo, wenn wir mit der Brille der heutigen Zeit lesen, können wir sagen, dass der Koran nicht eher Gleichberechtigung der Geschlechter sozusagen auch achtet. Zum Beispiel bei dem Zeugnis zwischen Männern und Frauen. Wo das Zeugnis für im Bereich der finanziellen oder Kreditangelegenheiten verlangt Allah das Zeugnis zwei Männer oder zwei Frauen, ein Mann. Viele verstehen, dass hier die Frau weniger Wert hat als Mann. Es ist in einem historischen Kontext, wenn man den Koran untersucht, dann sehen wir, dass die Frauen damals sich mit Finanzwesen nicht vertraut waren oder sich mit dieser Frage nicht beschäftigt haben. Und der Koran will nicht, dass die Frauen erniedrigt, sozusagen der Koran gibt die Möglichkeit für Zeugnis der Frauen, akzeptiert ihre Zeugnis und sagt, dass der Vers nicht für alle Sachen als Maßstab sein sollte, sondern nur für die finanziellen Angelegenheiten. Wir finden im Koran in mehreren Versen das Thema Zeugnis wird thematisiert.
Aber nur bei der Finanzwesen ist das Thema gesagt. Wir lesen jetzt im Alten Testament zum Beispiel, dass die Frau von der Rippe des Mannes erschaffen ist. Wenn wir, darf ich dich unterbrechen? Ja, bitte. Wenn wir über die Zeugnis der Frauen sprechen, eben in diesem Vers von der Sura al-Baqarah, der längste Vers des Korans, dass zwei Frauen als Zeugen dienen können. Du hast gesagt, dass nur bei den finanziellen Angelegenheiten, aber damals war es so, muss das immer noch heute so sein? Immer zwei Frauen, auch bei den finanziellen Angelegenheiten? Oder die heutigen Frauen sind gut ausgebildet, vielleicht in manchen Bereichen und in manchen Fällen sogar mehr ausgebildet als ihre Männer, Ehemänner und andere Männer um sich. Soll dieser Vers immer noch so gelten oder mal die Ursache schauen, wieso dieser Vers in dieser Form offenbart wurde und gilt immer noch in dieser Form? Heute. Genau, das ist eine sehr wichtige Eingrenzung oder auch Interpretation oder die berechtigte Frage, wie wir diesen Vers auch heute verstehen sollten. Was machen wir? Also ich stelle diese Frage. Es geht hier um eine Sache, die sehr zentral ist, nämlich die Gerechtigkeit. Koran will die Gerechtigkeit herstellen. Das ist die Intention. Wenn man zu diesem Ziel mit zwei Frauen kommt, wenn man zu diesem Ziel mit einer Frau und zwei Männer kommt, dann ist, oder umgekehrt auch, das ist auch richtig und korrekt. Also es ist wichtig zu betonen, was das Ziel des Koran ist. Das Ziel des Koran ist, damit keine von Parteien, wenn um das Zeugnis geht, dass keine von Parteien, die betroffen sind, benachteiligt werden oder zu Schaden gefügt werden. Das heißt, heutzutage, wenn eine Frau ausgebildet ist, Businesswoman, die sich mit den Finanzen beschäftigt, vielleicht besser als ein Mann in diesen Angelegenheiten versteht, dann natürlich kann man ein Zeugnis von einer Frau akzeptieren. Aber das Problem ist, was wir als muslimischen Theologen falsch interpretieren, analog zu diesem Vers, das ist nur ein analog zu diesem Vers, bei der Eheschließung zum Beispiel, wenn eine Eheschließung in der Moschee stattfindet oder in einem privaten Raum, wenn der Imam eine Ehe schließt, dann verlangt zwei Männer oder wenn nicht zwei Männer anwesend sind, dann ein Mann und zwei Frauen. Und dann stelle ich diese Frage, woher kommt das? Also bei der Eheschließung im Koran wird Zeugnis überhaupt nicht thematisiert. Bei Ehescheidung wird zwei Zeugen, also in Sura Talaq, der zweite Vers in Sura Talaq wird die Ehescheidung thematisiert. Hier verlangt Gott zwei gerechte Zeugen. Und dann, anstatt das als Vers, als analog zu nehmen, weil Ehescheidung mit Eheschließung ähnlich ist, anstatt diesen Vers als analog zu nehmen, haben die muslimischen Gelehrten leider den anderen Vers, was mit Finanzwesen zu tun hat, als analog genommen. Daher, ich spreche aus meiner praktischen Erfahrung, also meine Praxis in der Moschee ist, wenn ich eine Ehe schließe, dann verlange ich nicht unbedingt zwei Männer oder zwei Frauen. Gerecht wäre ein Mann, eine Frau oder zwei Männer, zwei Frauen. Daher hat sozusagen mit Geschlecht nichts zu tun, sondern vielmehr mit Werten wie Gerechtigkeit, ob sie fähig sind, ihre Zeugenschaft abzulegen. Das Thema auch die Gewalt gegen Frauen, das ist auch ein sehr heikles Thema, was immer wieder vor allem von nicht-muslimischen, aber teilweise auch von anti-muslimischen Strömungen immer wieder im Fokus gestellt wird, dass der Koran die Gewalt gegenüber Frauen bejaht. Es gibt natürlich unterschiedliche Interpretationen und unterschiedliche auch
Übersetzungen. Es ist eine Realität, dass über 95% würde ich sagen, von Deutungen und Interpretationen und auch Übersetzungen in Weltsprachen, wie auf Deutsch zum Beispiel oder auch in englische Sprache, in albanische, in vielen anderen Sprachen, wird das Wort Wadribuhunna als Schlagsiel übersetzt, als eine Art der Lösung des Problems in der Ehe. Es sind zwei Versen im Koran, also in der Sura Nisa, Vers 34 und 35. Diese zwei Verse sind sozusagen in einem Paket herabgesandt. Diese beiden Verse versuchen, das Problem zwischen Ehepartner zu lösen. Und Gott gibt vier Vorschläge. Diese vier Vorschläge, um ein Problem in der Familie zu lösen. Der erste Vorschlag ist, um das Problem zu lösen, ist das Gespräch zwischen Ehepartner, damit die Streit beenden, sollten sich einfach unterhalten, eine Lösung finden, durch die funktioniert. Dann sagt der Koran, der Mann soll seine Frau im Ehebett vermeiden. Also einen gewissen Abstand zu nehmen. Und wenn das nicht funktioniert, dann kommt der dritte Vorschlag, Wadribuhunna, schlagt sie. Der vierte Vorschlag ist, wenn das nicht funktioniert, wenn durch Gewalt der Mann sein Problem nicht löst, sozusagen, dann soll von seiner Seite jemand oder der Älteste vielleicht sozusagen die Streit oder Personen, die einen Streit lösen können, wie eine Art von Schiedsrichter oder Moderatoren oder die das Problem vielleicht moderieren und auch eine Lösung finden können. Wenn diese Personen auch das Problem in der Familie nicht lösen können, dann ist die letzte Option die Ehescheidung. Also die dritte Option ist, schlagt sie. So werden alle oder die meisten Kommentatoren verstehen und interpretieren. Eine Wenigkeit ist vielleicht der erste Imam in Deutschland, der ausführlich sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ich bin der Meinung, dass der Koran, also der Wille Gottes nicht war, ein Problem in der Familie durch die Gewalt zu lösen. Allah, der Barmherzige, der Gnädige, kann nicht Gewalt in der Familie legitimieren. Wenn sogar in einem Krieg Gott zu Frieden aufruft, وَإِنْ جَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Das ist nur ein Beispiel, sind mehrere Verse. Wenn der andere Seite, also der Feind, sich Bereitschaft erklärt, Frieden zu schließen, dann solltest du diesen Angebot annehmen. Also der Koran ist auch sogar während der Kriegszeit auch gegen Gewalt. Der Koran ist gegen Aggression. Also es gibt ein anderer Vers, وَلَا تَعْتَدُوا. Ihr sollt nicht aggressiv sein, ihr sollt nicht Aggressoren sein, ihr dürft nicht mit der Gewalt anfangen. Also sogar mit Feinden. Wie kann Allah, derjenige, der so sogar in der Kriegszeit sich gegen Gewalt positioniert, in der Ehe, wo die Liebe und Barmherzigkeit herrschen soll, Gewalt befürworten? Das ist ein für mich ein Paradox. Weil wenn wir jetzt, lass mal dann Krieg auf eine Seite, thematisieren wir das Thema die Ehe im Koran. Es gibt ein Vers in der Sura Rum oder Römer, Vers 21 zum Beispiel, sagt Allah, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Einer von seinen Zeichen oder Wunder Allahs ist, dass euch Allah von einer Seele, von einer Substanz erschaffen hat, von euch selbst, und dann hat euch im Paar erschaffen und die Ehe sozusagen zwischen Partner vorgesehen und Liebe, also Mawadda, und Barmherzigkeit zwischen Ehepartner eingesetzt. Also Allahs Wille ist Liebe und Barmherzigkeit.
Wir sehen jetzt durch diese Verse, geschweige auch die Praxis des Propheten Mohammed, welcher liebevoller Mensch war, wer auch diese Verse am besten umgesetzt hat, welcher immer wieder gegen Gewalt seine Stimme erheben hat, nie Gewalt in dieser oder anderer Art und Weise legitimiert. All diese Verse, sowohl auch die Praxis des Propheten Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, zeigen, dass Allah nicht Gewalt befürworten kann. Und wie sollten wir dann dieses Wort verstehen, Wadribu Hunde? Nach vielen zeitgemäßen Koran-Kommentatoren, vor allem die jetzt in der Türkei leben, in der Türkei entwickelt sich jetzt eine sehr dynamische Theologie und wir haben sehr viele Koran-Wissenschaftler in der Türkei, aber nicht nur in der Türkei, sondern auch in Ägypten haben wir zum Beispiel oder auch in anderen Ländern. Aber es ist ein neues Phänomen. Kann man nicht sagen, dass die klassischen Gelehrten so verstanden haben. Es ist ein neues Phänomen, es ist eine neue Entwicklung der islamischen Theologie oder Koranwissenschaft, dass seit 15 oder 20 Jahren Theologen haben sich angefangen, mit diesem Wort auseinanderzusetzen, was Wadribu Hunde bedeutet. Und die sagen im Kontext diesen beiden Versen, was ich erwähnt habe, also das Gespräch und dann Vermeidung des Ehebetts. Der dritte Vorschlag ist nicht Gewalt, sondern Wadribu Hunde sollte einen noch breiten Distanz zu nehmen. Nicht nur im Bett, sondern vielleicht auch eine gewisse Zeit Distanz zu nehmen, vielleicht in eine andere Wohnung einzuziehen. Separat zu leben. Wie bitte? Separat zu leben für eine gewisse Zeit. Oder separat zu leben. Und das scheint mir sehr, sehr vernünftig zu sein. Es gibt in Deutschland, wahrscheinlich auch in der Schweiz, sogenannte Trennungsjahr. Trennungsjahr, wenn die Ehepartner nicht mehr zusammenleben können und wollen sich scheiden lassen und gehen ins Gericht. Und das Gericht sagt zuerst, bevor der Richter sein letztes Wort sagt, sein Urteil spricht, sagt Trennungsjahr. Also der Richter gibt eine Möglichkeit, ein Jahr, damit die Ehepartner nochmal umdenken. Ja? Und das ist Wadribu Hunde, meiner Meinung nach, das ist das gemeint. Das ist auch sehr vernünftige, meiner Meinung nach, Interpretation. Und wenn wir so interpretieren werden, so können wir auch Gewalt innerhalb der Gesellschaft bekämpfen. Nicht nur innerhalb der muslimischen Gesellschaft. Das ist eine Realität, dass es innerhalb der muslimischen Gesellschaft auch Gewalt gibt, aber nicht nur in der muslimischen Gesellschaft, sondern auch in Deutschland. Wir hatten jetzt vor ein paar Wochen, hat die Bundesfrauenministerin die Statistiken der Gewalt innerhalb der Familie, vor allem jetzt in der Pandemiezeit, dass die Gewalt gestiegen ist innerhalb der deutschen Gesellschaft. Also Gewalt gegenüber Frauen war ein Thema immer in der Menschheitsgeschichte. Deswegen ist auch ein Thema im Koran. Aber der Koran befürwortet oder legitimiert die Gewalt nicht, sondern entkräftet und versucht auch eine andere Dimension der Lösung des Problems in der Familie anzubieten. Ja, trotzdem, auch wenn die klassischen muslimischen Gelehrten das Wort Wadribu Hunde als Schlagtier übersetzt oder kommentiert haben, haben die muslimischen Männer ihre Frauen nicht deswegen ihre Frauen geschlagen, weil das im Koran steht, sondern weil das in der Natur des Mannes steht, dieses Potenzial gegenüber den Frauen. Und eben, der Koran hat die Stellung der Frau im 7. Jahrhundert verbessert, enorm verbessert im Vergleich mit der Zeit von Jahiliya. Heißen diese Verbesserungen demzufolge endgültige Verbesserungen oder hat der Koran uns den Weg frei gegeben? Okay, in dieser Zeit, diese Verbesserung ist genug, aber die Tür ist offen, die Position der Frau, die Stellung der Frau in der Gesellschaft weiterhin zu verbessern. Also diese Koranverse, die die Frau betreffen, vor allem in allen diesen Bereichen, sind sie endgültige Rechtsnormen
Oder sollten sie sich entwickeln, je nach der Zeit, um Lebensumstände, Lebensstil, Entwicklung allgemein und so weiter? Ja, das ist ein Thema, über welchen wir wahrscheinlich eine Stunde sprechen könnten. Zusammenfassend. Je nach wie wir den Koran betrachten, es gibt unterschiedliche Zugänge zu dem Koran. Und jeder hat sozusagen ein privates Verständnis des Koran. Also, weil der Koran, ich verstehe den Koran so, das ist auch eine Botschaft an mich direkt. Ich bin auch der Empfänger der Botschaft. Der Koran ist nicht im 7. Jahrhundert oder für die Menschen im 7. Jahrhundert offenbart, an Prophet Mohammed herabgesandt und hat die Botschaft 23 Jahre gedauert und somit dann ist die Botschaft beendet. Und da fragen die Menschen, wo ist dann Allah? Wo ist Gott? Gibt es keine mehr Botschaften? Gibt es keine mehr Propheten? Brauchen diese Menschen, die nach dieser Periode leben oder leben werden, jetzt bis zum jüngsten Tag, keine mehr Fragen stellen? Also es gibt im Koran, soweit ich weiß, 16 Verse mit Yes'alunaka beginnen. Die Fragen, die stellen die Fragen. Also es gab ganz normale Menschen, die Fragen gestellt haben und ihre Fragen wurden von Allah sozusagen beantwortet. Ein ganz normaler Mensch stellt eine Frage und er war privilegiert, dass er die Antwort von Allah bekommt. Und kann jemand heute auch diese Frage stellen? Ich stelle auch Frage, warum kriegt ihr keine Antwort? Daher, je nach wie wir den Koran verstehen, ich verstehe den Koran, also das Wort Gottes oder der Text im Koran ist schon abgeschlossen, ist dieser Prozess der Offenbarung ist abgeschlossen, wird keine mehr Offenbarung kommen, wird kein mehr Prophet kommen, der Prozess der Offenbarung ist abgeschlossen, aber der Prozess der Nachdenken, der Nachsinnen, der Prozess der Vernunft ist nicht abgeschlossen. Die Vernunft ist der beste Mittel, um den Koran zu verstehen, weil die Vernunft ist was Ewiges, was immer bleibt. Und der Koran ist auch eine ewige Botschaft. Der Koran sollte der Vernunft anpassen, die Vernunft auch mit dem Koran. Und das, wenn wir das parallel schaffen, dass wir den Koran mitziehen, dass wir den Koran auch nicht im 7. Jahrhundert ruhen lassen, sondern auch ihn als eine dynamische Botschaft verstehen, welche auch für mich eine Bedeutung haben sollte und auch für die Menschen, die nach uns kommen werden, dann komme ich zu dieser Frage, sind die Normen abgeschlossen und keine Änderungen mehr? Natürlich gibt es keine Änderungen mehr, was um den Text geht. Aber die Gelehrten haben, und da zeigen viele, viele tausend Bücher, die entstanden sind, jeder Gelehrte in seiner Zeit hat versucht, Verse zu verstehen. Und die Hadith-Überlieferungen haben die Gelehrten versucht zu interpretieren. Und diese Interpretation, also der Prozess der Interpretation, ist nicht abgeschlossen. Also solange wir leben, solange die Zeit funktioniert, solange die Welt funktioniert, werden weiterhin die Gelehrten im Westen, im Osten entstehen, die auch diese Texte auch interpretieren werden. Daher, wir brauchen einen dynamischen Zugang zu Texten, weil ich kann hier natürlich viele Verse zitieren, was auch diese Meinung bekräftigen, auch unterstützen werde. Aber erlaubt mir, nur einen Koranvers zu rezitieren. Das kommt auch in Surah Muhammad. Allah sagt, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Also das Wort Tadabbur wird im Koran viermal erwähnt. Tadabbur bedeutet reflektieren, den Koran zu lesen. Tadabbur bedeutet nachsinnen, nachdenken. Und wenn Allah von uns verlangt, das ist ein Gebot Gottes, das ist ein Befehl von ihm, er will, dass wir den Koran mit unserer Vernunft lesen und nachdenken. Und wenn er sowas von mir verlangt, dass ich den Koran nachdenken und mit Vernunft lesen soll, die Vernunft der 21. Jahrhundert unterscheidet sich von der Vernunft im 7. Jahrhundert. Und die Vernunft vielleicht nach 1000 Jahren wird anderes funktionieren. Ja?
die Vernunft entwickelt sich, die Gesellschaften sozial, pädagogisch und so weiter, die Gesellschaften entwickeln sich. Der Text bleibt gleiche, aber die Interpretation, der Zugang zu diesem Test kann sich auch entwickeln. Und deswegen sind auch die Tafsir-Werke entstanden. Und jeder Mufassir hat in manche Verse anderes interpretiert, als die Gelehrten, die früher gelebt haben. Daher zwei Elemente sind wichtig, um den Koran, die Verse und die Offenbarung Gottes richtig zu verstehen. Laut diesem Koranvers, was ich rezitiert habe. Warum denken Sie nicht nach? Oder haben die ihren Herzen geschlossen? Also das Herz muss geöffnet werden gegenüber dem Koran. Wenn wir unsere Herzen schließen und wenn wir unsere Vernunft schließen, dann entstehen auch solche extremistische, auch anti-islamische Menschen, die Koran nach ihrem Willen interpretieren, weil die ihren Herzen nicht gegenüber dem Koran öffnen, weil ihren Vernunft gegenüber dem Koran nicht öffnen. Also die Vernunft und das Herz sind wichtige Elemente, um den Koran in jeweilige Zeit zu verstehen und zu interpretieren. Richtig zu verstehen, ja. Vielen, vielen Dank. Über das Thema kann man auch viel, viel reden. Du hast genug geschrieben. Vielleicht nicht zum letzten Mal. Vielleicht kommen auch weitere Schriften von dir, aber auch von anderen Imamen. Viele von deinen Meinungen, aber von diesen neuen Theologen, die sich entwickeln in der Türkei, aber auch hier im Westen, teile ich auch. Ebenfalls stehe ich dahinter. Nochmals bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die Zeit, dass du für uns gefunden hast, heute mit uns zusammen zu sein in diesem Monat Ramadan. Möge Allah dich reichlich belohnen. Ich grüße deine Gemeinde Berzberg genauso und wünsche euch einen gesegneten Monat Ramadan. Inshallah treffen wir uns. Das wird sehr wahrscheinlich nicht das letzte Mal, dass wir uns treffen, aber nächstes Mal vielleicht vor Ort und live. Dann hat man mehr Zeit und mehr Möglichkeit, Fragen zu stellen, aber auch über diese wichtigen Themen zu diskutieren. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich auch bei euch für eure Aufmerksamkeit und Geduld und bleibt gesund, wohlwollend bis zum nächsten Ramadan-Gespräch. Wassalamu ala al-Muslimin, alhamdulillahi, rabbil alamin, al-Fatiha.